Einen wunderschönen guten Tag zu einem weiteren JTL-Webinar. Wir wollen uns heute mal anschauen, welche Möglichkeiten unser Servicepartner CommerceNetz anbietet, um Kfz-Teile mit JTL zu verkaufen. Dafür begrüße ich natürlich die Jungs von CommerceNetz. Und bevor wir jetzt einmal durchstarten, die allbekannte Kurzumfrage, ob ihr uns verstehen könnt, wählt doch am Bildschirm bitte mal aus, ob wir zu verstehen sind und damit ihr auch bei den Jungs von Zinn das einschätzen könnt. Thorsten, vielleicht sagst du schon mal ein paar Worte zum Anfang. Ja, hallo, hier ist der Thorsten, allgemein bekannt unter dem Namen CommerceNetz. Ich hoffe, ihr hört uns. Sieht bisher ganz gut aus. Und wir haben den Martin von CommerceNetz mit dabei. Vielleicht kannst du auch schon mal das Erste sagen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar in Kooperation mit euch von JTL zum Thema Kfz-Teile verkaufen in diesem JTL-Universum. Jawohl, Universum klingt sehr groß und das Webinar wird zeigen, dass es tatsächlich nicht nur um eine Lösung und Möglichkeit geht heute, sondern dass wir wirklich ein bisschen breiter die Darstellung aufziehen werden. Und ich nutze einfach mal die Chance, während ihr noch auf dem Bildschirm das Ja oder Nein anklickt, ein bisschen auf die Fragen einzugehen, die es natürlich geben wird. Dessen sind wir uns bewusst und wir haben uns gedacht, wir machen das mal so, dass wir heute nach jedem vorgestellten Tool eine kurze Fragerunde einlegen, damit das nachher nicht ein zu großes Durcheinander gibt mit den Fragen, zu welchem Tool war die Frage, ne? Welche Funktion, welches Feature ist da gerade gemeint. Deswegen einfach die Fragen im Webinar-Tool im Bereich Fragen an uns schreiben. Und nach jedem Tool, was Thorsten und Martin heute vorstellen, gehen wir dann darauf ein. Okay, nun sieht das mit den Antworten hier auch super aus. 93% von euch haben gewählt. Das ist der Wert, auf den ich immer warte. Und für alle anderen, die uns nicht verstehen können, bringe ich hier nochmal eine alternative Möglichkeit in den Chat. Dann wollen wir jetzt aber gar nicht viel länger Zeit verlieren. Ich schließe mal die Kurzumfrage und Thorsten, gebe dir an dieser Stelle die Moderationsrechte. Bei dir geht jetzt ein Pop-up auf. Du kannst den Bildschirm auswählen und das ist Word, was wir hier gerade sehen. So, jetzt sollte der Jetzt. richtige Bildschirm da sein. Absolut korrekt. Dann kann es Super. losgehen. Dann kann es losgehen. Dann, gut, ihr habt ja schon sozusagen meine Antworten gelesen im Word-Dokument, aber fangen wir nochmal an. Das JTL-System erweitern. Mit uns, das heißt also mit der Firma CIN. Wir stellen uns ganz am Anfang einfach mal vor. CommerceNetz CIN GmbH, JTL Service Partner seit 2008. Ihr Kfz-Spezialist im JTL-System. Wir wollen uns natürlich selber auch mal gerne vorstellen. Das heißt also mein festes Team aus Spezialisten, die Gesichter hinter den Namen. Viele haben uns schon am Telefon gehört. Ja, und aber noch nie persönlich kennengelernt. Das heißt also, der freundliche, nette Herr da oben, der da so grinst, bin ich. Dann kommt der Martin, der ist an der anderen Leitung, unser Projektleiter, einer unserer Projektleiter. Dann kommt der Marcel dazu. Dann haben wir natürlich den Sebastian. Viele kennen ihn vielleicht, weil er sehr viele Skripte macht. Das heißt also JTL Wavi Experte, Workflows, MSQL Experte. Der ist im Prinzip. Dann haben wir den Olaf. Auch viele kennen ihn, falls ihr schon mit uns zu tun hattet. Eben Webdesign-Umsetzung, JTL Shop Experte. Dann haben wir den Marius, der diese ganzen Tools, die wir heute vorstellen, eben auch entwickelt hat mit uns zusammen und dann umsetzt und gleichzeitig auch Server-Admin ist. Dann haben wir die Giovanna, die sehr stark im JTL-Support ist. Das heißt, der erste Anlaufpunkt, wenn man bei uns anruft, ja, geht die Giovanna meistens ans Telefon und kann eventuell sofort helfen oder eben vermittelt dann an den entsprechenden Experten. Dann haben wir uns natürlich auch noch auf weitere Branchen festgelegt. Das heißt, der Markus, hier in dem Fall die Postsysteme, Kassensysteme, wo wir uns auch spezialisiert haben, sowie natürlich auch wieder Support und Zahlungsanbieter. Dann haben wir den Sebastian B., das heißt also Bresicke in dem Fall, macht Plugin-Entwicklung, Android-Apps. Dann haben wir die Kerstin Fechner. Oh, jetzt sind wir ein bisschen zu schnell mit der Folie. Dann haben wir die Kerstin, das macht unsere Ausbildung, Weiterbildung, Finanzen innerhalb des Unternehmens.
und den Max als Gesicht, unser Azubi für E-Commerce-Kaufmann im dritten Ausbildungsjahr, hat hier was gelernt, also damit seine Prüfungen auch abgeschlossen und wird natürlich jetzt nach Abschluss seiner Ausbildung auch von uns übernommen, weil er sich hervorragend geschlagen hat. Natürlich haben wir auch noch ein kleines Freelancer-Team, das wir nutzen, wenn es mal notwendig ist, wenn wir größere Projekte haben, die wir damit einbinden. Und zu guter Letzt, wir wollen wachsen. Wir suchen natürlich auch immer kompetente Leute innerhalb des JDL-Systems, die wir gerne beschäftigen wollen. Kfz-Tools zum JDL-System. JDL-Warenwirtschaft, JDL-System allgemein kennt ihr, ist natürlich für die Allgemeinheit, ist nicht spezialisiert auf bestimmte Branchen. Das heißt also, hier ist es natürlich notwendig, dass man eben auf den einzelnen Branchentypus eben eingeht, und wir haben uns eben die Kfz-Branche ein bisschen verschrieben und wollten im Prinzip hier auch weitere Tools entwickeln. Wir stellen heute vor Crossing Parts. Kennt ihr schon vom ersten Webinar, das heißt in Verbindung mit Tech Allianz, Tech Talk, JTL Wavi, das heißt also einzelne Artikel, die ihr innerhalb der Warenwirtschaft habt, eben mit den K-Typen, einzelnen Autotypen zuordnen, um dann eben dann auch die K-Typen eben entsprechend zu erweitern. Dann haben wir Tech Talk to Wavi. Auch nochmal, das heißt in Erweiterung, alles, was von Tech Talk geliefert wird, könnten wir einlesen, soweit ihr einen Vertrag habt mit TechTalk oder Tech Allianz, ja, jetzt ja neu, sind ja größer geworden, und dann wir direkt in die Wavi einlesen, ohne dass man im Prinzip per Copy-Paste das macht. Dann haben wir in weiteren, als Erweiterung den Autoteile-Finder, noch bekannt bei uns im Shop als KBI-Finder. Wir wollen den erweitern, dann auch für zum Beispiel amerikanische Fahrzeuge als WIN-Finder dann noch mit reinnehmen, sind gerade in Bearbeitung, sind gerade im Update, so dass wir das dann auch in der nächsten Zukunft dann zeitnah im Prinzip vorstellen. Dann haben wir natürlich im Kfz-Handel das Pfandsystem, Altteilesteuer. Die Leute, die im Prinzip aus dem Kfz-Bereich kommen, die kennen das. Das heißt also, müssen sich damit leider rumschlagen. Auch der Steuerberater muss da ein bisschen fitter sein. Wir haben ewig gebraucht im Prinzip, um kompetente Ansprechpartner zu finden, damit wir unser Tool auch umsetzen können. Ich glaube, wir haben die Lösung. Ja. Und dann haben wir noch eben die Kategorie Schnellsuche. Das stelle ich vor. Das heißt also, wenn man eben sehr viele Kategorien hat, einige von euch nutzen den Kategoriebaum, um dann zum Beispiel die Automarken, die Autotypen mit Baujahr und so zu filtern, um dann da eben ihre Artikel für die einzelnen Autotypen zu präsentieren. Das sind die Tools, die wir hier eben vorstellen. Kommen wir zuerst zum Crossing Parts Tool. Der einfache Weg, Artikel mit Daten anzureichern. Was bedeutet das? Die Situation: Ihr verkauft Autoteile, habt natürlich die Autoteile schon in der JDL Wavi drin, aufgrund zum Beispiel eben der, jetzt bin ich aus dem Konzept, jetzt hat ein Telefon geklingelt im Hintergrund. Also ihr habt alle Artikel schon innerhalb der JDL Wavi, weil ihr eine Liste habt von euren Lieferanten. Ihr kriegt so und so viel eben in euer Lager rein, habt die Artikel schon in der Wavi drinne. Und jetzt müsst ihr die natürlich anreichern mit eben entsprechende Zuordnung zu den Kfz-Typen. Welcher Artikel kann wo eingebaut werden? Und das ist eben eine Fleißarbeit, die ihr macht. Ihr habt einen Artikel, ja, dann natürlich innerhalb dieser Wavi drin, habt die Grunddaten schon drin. Und dann kommt es natürlich dazu, dass ihr jetzt hier in dem Fall, kennt ihr auch, Attribute. Attribute setzt nämlich KBA-Typen, K-Typen für eBay, für andere Plattformen eben vorbereiten. Und da kommt jetzt unser Crossing Parts Tool in Verwendung. Das heißt also, wir nehmen einen Artikel. Wir müssen den im Prinzip jetzt zuordnen. Wir haben die Attributliste, die wir jetzt auswählen müssen. Wir kommen im Prinzip zum Beispiel zu den eBay-K-Typen, die wir jetzt eben anklicken müssten. Dann haben wir die K-Typen, die wir jetzt hier einlesen, ja, und dann eben zuordnen, beziehungsweise auch die KBA-Nummern. Und wenn wir die jetzt sehen, haben wir hier die ganzen Attribute, die wir drinnen, maximal 4000 Zeichen. Das ist zum Beispiel eben auch wichtig zu erwähnen, weil JTL derzeit mit der 1.5er-Version nur bis zu 4000 Zeichen überträgt über den Connector.
ist erwähnenswert, später dann für unseren KBA-Finder. Und dann mit Copy-Paste alle Datenangaben einpflegen. Das heißt also, wenn man hier so eine riesen Liste hat, wird es schon nicht gerade wenig. Was kann das Crossing-Path-Tool? Das heißt also, ihr ruft dieses Tool auf, habt eure Artikelnummer innerhalb der WAVI, gibt dann die Artikelnummer oder ERN oder HRN eben auf TechDoc-Artikel und habt dann automatisch eben die entsprechenden Hersteller oder Lieferanten, woher ihr die bezieht, beziehungsweise mit dem Vertrag von TechDoc eben auch bekannt gibt, welche Lieferanten ihr freigeschaltet bekommt. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Dann bekommt ihr eine Liste mit allen notwendigen Angaben, die wir mit dem Crossing Paths Tool benötigen. Ja. Wir lesen in dem Fall ein, das, was hier unten steht. Das heißt also Baujahr, ja, Modell. Und dann haben wir natürlich eben entsprechend hier die K-Typen bzw. die Verwendungslisten. Wo passt dieses Teil denn tatsächlich auch rein? Nachdem wir das im Prinzip alles angeklickt haben hier, eben unter JTL WAVI können wir eben alle Seiten anzeigen. Wir haben 10 Angaben pro Seite. Wir haben hier 2 Seiten. Nehmen wir mal an, wenn wir jetzt hier nicht scrollen, dass wir 20 Angaben haben, die wir übernehmen. Und die übertragen wir automatisch in die WAVI rein. Ja, innerhalb des im Prinzip in der Beschreibung mit rein. Wir errichten eine einzelne Liste, KBA-Nummern aktualisieren. Und wir geben natürlich auch alles für die IBK-Typen bekannt, das heißt also, das müsst ihr alles nicht mehr manuell machen. In dem Fall ist dieser Crossing, in diesem Fall ist der Artikel eben entsprechend aktualisiert und kann dann zu den Plattformen auch hochgeladen werden. Ich hatte gerade gesagt, dass wir auch eine Liste erstellen. Dass wir eine Liste erstellen, die dann eben entsprechend für eBay und für den eigenen Online-Shop eben dargestellt werden kann. Wir sehen jetzt hier die ganzen HTML und Listenansicht und dann haben wir eben, so sieht es dann nachher im Shop dann nachher auch aus. Und um euch das nochmal zu zeigen, haben wir auch was vorbereitet. Das heißt also, wir gehen hier zum Beispiel in den Shop rein. Wir haben hier einen Steuerkettensatz, ja. Dann haben wir eben hier eine entsprechende Zuordnung, die einzelne Verwendung. So sieht die Liste dann aus, die dann in dem Shop übertragen wird. Und wenn wir den gleichen Artikel nehmen, Steuerkettensatz, ja, haben wir natürlich jetzt hier auch demzufolge das bei eBay und haben auch die Zuordnung. Die Zuordnung, diese Fahrzeugverwendungsliste kennt ihr von eBay und dann natürlich auch innerhalb des einzelnen Beschreibungstextes, wie man es hier sieht, ist auch nochmal selber angereichert, eben als Tabelle. Das wird eben automatisch übernommen pro Artikel. Das Crossing Paths ist nicht dazu da, eben um mehrere Artikel miteinander abzugleichen, sondern eben einzelne Artikel anzureichern mit entsprechenden Daten. Das vorweg. So. Fragen zum Tool Crossing Path. Fangen wir schon mit den ersten Fragen an. Genau, da gibt es so direkt zum Tool erstmal keine Fragen. Eine Geschichte, die habe ich jetzt im Hintergrund schon mal den Martin gefragt, ob ihr die Präsentation, die du gerade zeigst, im Nachhinein dann per PDF zur Verfügung stellen wollt oder nicht. Da können wir dann nochmal drüber reden nach dem Webinar. Und das würde, wenn die beiden das zur Verfügung stellen, dann mit der Nachfassmail an die Teilnehmer versendet werden. Na, aber zum Tool selbst erstmal bis hierhin keine Fragen. Also vielleicht wäre noch mal kurz zu erwähnen, dass ihr die Fragen in dem Chat stellen könnt zum Beispiel. Ihr habt auf der rechten Seite quasi eine Funktion, wo ihr eure Fragen eintippen könnt, die wir dann erfassen und beantworten können. Genau, Fragenfunktion ist da übersichtlicher, auch für die Teilnehmer wahrscheinlich, aber 2 Wege, uns Fragen zu stellen, macht es gerne. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Das heißt also, wir haben das Crossing Paths eben als Anlass genommen, um auch die Erfahrungen mit TechDoc zu sammeln. War ein schwieriger Weg gewesen. Wir haben uns natürlich dann auch mit TechDoc geeinigt, dahingehend, weil es ja lizenzrechtlich auch große Fragen gibt dann nachher. Und wir dürfen sozusagen hier in dem Fall auch diese Tools benutzen, um die WAVI eben entsprechend anzureichern. TechDoc to WAVI. Das heißt also,
das nächstgehende Tool. Das heißt also in Erweiterung zum Crossing Parts. Wir wurden damals gefragt, wo wir Crossing Parts erstellt haben, ob es eben möglich käme, alle Artikel eben entsprechend mit den Daten anzureichern, die eben vorhanden sind. Und da haben wir uns dann rangesetzt und haben genau dieses gemacht mit TechDoc2Wavi. Wenn also euch die Hersteller oder Lieferanten Brand-ID bekannt ist und demzufolge gleichzeitig auch die Hersteller-Artikelnummer, dann könnt ihr eben entsprechend alle Artikel eben einlesen. Das heißt also in Zusammenarbeit mit TechAllianz, also TechAllianz ist euch ja allgemein bekannt, stellt alle Daten so zur Verfügung der Automobilhersteller und weitere Quellen, das heißt also Hersteller, Auto, Ersatzteilhandel, ähnliche Sachen. Das ist natürlich standardisiert. Diese Standardisierung greifen wir auf natürlich, verarbeiten diese eben mit Crossing Parts und TechDoc2Wavi und gehen natürlich in die Verteilung, in dem Fall JTL, für die Warenwirtschaft, für den Shop, für Easy Auction und auch für das Postsystem. TechDoc2Wavi. TechDoc und CN über die Schnittstelle Daten importieren. Das heißt also, wir erweitern in dem Fall, wie ich anfänglich schon gesagt habe, die JTL. Das heißt also, alles, was JTL nicht kann, kann jetzt im Prinzip mit der TechDoc-Schnittstelle eben ausgeführt werden. Wir haben hier den entsprechenden Connector. Ja, der ist jetzt keine schicke Oberfläche, aber das reicht aus für die erste Einstellung. Da muss man nicht irgendwie was grafisch machen. Ja, dann haben wir natürlich hier ein kleines Tool laufen, was eben dann auch kontrolliert, wurden die Daten denn überhaupt geupdatet. Ja, und dann, wie gesagt, wird das so entsprechend ausgelesen. Wenn in der WAVI also hier in dem Fall die EAN bekannt ist, das würde schon ausreichen, oder der Hersteller mit der Brand-ID und seiner Herstellerartikelnummer, dann reichern wir alles, was aus TechDoc kommt, eben auch übernehmen dies und lesen es in die Warenwirtschaft ein. Das heißt also gleichzeitig mehrere Artikel, die wir natürlich dann updaten können. Zu den Daten, die importiert werden, gehört unter anderem, deswegen können wir das auch gerne als PDF zur Verfügung stehen. Hier steht eben Artikelname, die Herstellerartikelnummer, falls sie noch nicht vorhanden ist, falls ihr mit EA1 arbeitet, Kurzbeschreibung, Beschreibung, Artikelbilder, unverbindliche Preisempfehlung, Herstellername, Logo, Artikelmaße, KBA-Nummern, IBK-Typs, die KID, die TechDoc-Artikelnummer, TechDoc-Artikel-ID, Linked Vehicles, das heißt also hier nochmal die Zuordnung und die OE und OEM-Nummern, die eben übertragen werden. Also das, was TechDoc bietet, können wir einlesen. Vorausgesetzt natürlich, der Hersteller und der der Lieferant pflegt das ordentlich. Ja. Was bringt euch das Tool? Wir haben mal so eine kleine Rechnung aufgemacht. Das heißt also, um allein einen Artikel komplett zu bearbeiten, da brauchen wir ungefähr 30 Minuten. Dann seid ihr halt aber auch schon fit innerhalb der JTL WAVI. Ihr wisst, wo ihr anklicken müsstet, geht ruckzuck. Und da seid ihr eben, wie gesagt, schon schnell. Wenn ihr aber 10.000 Artikel eben entsprechend updatet, mit den entsprechenden Angaben, die ihr benötigt, braucht der Mitarbeiter 187 Tage, also 9 Monate. Bei 8 Stunden am Rechner hintereinander ohne Pause und er darf auch nicht krank werden und keinen Urlaub haben. Wie lange benötigt unser Tool TechDoc2Wavi? 1 Tag. Das heißt also, damit erkennt ihr schon im Prinzip den Vorteil, den wir hier euch bringen und deshalb Fragen zum Tool. So, da gab es tatsächlich eine Frage. Wie sieht es denn da? Ihr habt jetzt über Hersteller gesprochen, über Marken gesprochen im weitesten Sinne. Wie sieht es da mit Handelsmarken aus? Ich vermute, dass es tatsächlich daran liegt, wer und wie bei TechDoc selbst gelistet ist. Aber könnt ihr da vielleicht nochmal was zu sagen? Also zum Thema, wie breit ist denn das Spektrum dessen, was ihr da einpflegen könnt? Also aktuell sind uns persönlich 897 Hersteller bekannt, die bei TechDoc gelistet sind, die auch entsprechend abgefragt werden können.
Das bedeutet also, sobald man entsprechend den Nutzungsvertrag hat, bekommt man auch von TechTalk direkt entsprechend die Liste der Hersteller, die man sich freischalten lassen möchte, plus die dazugehörige Brand-ID, die ja notwendig wäre, um bei dem Tool dann die entsprechenden Abfragen zu gewährleisten. Okay, genau das ist das, was ich gerade vermutet habe, ne? Also alles das, was bei TechTalk tatsächlich gelistet ist, was dort geführt wird, ist dann auch von euch ja, importierbar erfasst, über euch, ne? Und erfasst, genau. Und da sind dann auch eben, wenn denn bei TechTalk gelistet oder TechAllianz gelistet, die Handelsmarken mit dabei. Ja. Genau. Gut, ja, weitere Fragen gibt es jetzt erstmal nicht. Es gibt dann eine würde Frage, ich tatsächlich noch was ergänzen. Und zwar, Thorsten ja, hat ja die ganze Zeit davon geredet, dass Artikel abgedatet werden können. Natürlich ist die Sache auch dazu geeignet, wenn man jetzt entsprechend neue Artikel erzeugen möchte. Das heißt also, man hat zum Beispiel ein kleines Portfolio, sagen wir mal 10.000 Artikel im Sortiment und möchte jetzt auf 100.000 erweitern. Dann kann man das Tool entsprechend dafür nutzen, um komplett neue Artikel damit zu erzeugen. Mit allen notwendigen Angaben, die, sag mal, verfügbar sind und entsprechend für den Kunden nutzbar sind. Eventuell kann Thorsten auch noch mal kurz dann das Ganze auf der Frontseite zeigen, wie das dann quasi sich im Shop verhält, damit man dann auch mal sehen kann, welchen Mehrwert quasi das für einen Kunden mit sich bringt. Denn wenn man jetzt so einen Shop vor sich sieht, sind viele Seiten etwas ja, entweder überladen oder die Werte sind nicht wirklich verständlich. Und wie man jetzt hier auf dieser Webseite sieht, die mit unserem Tool erstellt wurde, hat man entsprechend also den Titel, die Artikelnummer, die RN-Nummern, einen Preis. Man hat die Beschreibung zu einem Artikel, man bekommt Bilder zu dem Artikel, man bekommt die OE-Nummer, man bekommt die Verwendungsorte. Also alles, was wirklich für den Kunden relevant und notwendig ist, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und das ist ja im Endeffekt das Ziel für einen Einzelhändler bzw. für einen Ersatzteilhändler, Artikel zu verkaufen. Nur wenn ich keine Angebote habe bzw. keine Details zu den Angeboten habe, dann ist das immer ziemlich schwierig im Wettbewerb. Und diese Lücke greifen wir quasi auf und füllen sie mit den Daten, die zumindest in dem größten führenden Anbieter von Ersatzteilen dann verfügbar ist. Super. Während deiner Erläuterung kamen hier genau auch dazu dann nochmal zwei kleine Fragen rein, und zwar zum einen natürlich, füllt ihr ja oder reichert ihr ja die Daten im Artikel Stamm in JTL Wavi an, unter anderem, wie vorhin erwähnt, halt die Attribute. Werden denn die Artikelmerkmale, also Merkmale und Attribute auf eine gewisse Art, werden denn die Artikelmerkmale genauso oder auch nur die Attribute importiert? Also wir haben es als Attribute definiert. Man kann es natürlich auch im Weiteren über Template-Anpassung, was auch immer, als Merkmale darstellen. Aber die Funktionalität bleibt die gleiche. Funktionalität bleibt die gleiche. Okay, und wie sieht es da mit den Bildern aus? Werden die Bilder denn von TechDoc schon auf Plattformgröße skaliert oder passiert das im zweiten, dritten Step? Ist das optional oder wie läuft das? Genau, auch da ist es halt so, dass wir natürlich erstmal die Bildformate übertragen, die vorhanden sind. Wenn jetzt zum Beispiel Notwendigkeiten bestehen, dass zum Beispiel wie bei eBay 500x500er Vorgaben sind, dann kann man natürlich über die bordeigenen Mittel, also wir arbeiten wirklich tatsächlich mit den bordeigenen Mitteln von JTL, dort über die Artikelbildoptimierung dort dann eine Skalierung vornehmen. Das macht man mit einem Schwupp, das ist gar kein großer Aufwand. Das ist natürlich, wie gesagt, immer vorgegeben von dem Bildmaterial, was uns zur Verfügung steht. Also wir können sie natürlich hochskalieren, aber das machen wir mit den bordeigenen Mitteln. Okay, wenn man jetzt eine Handelsmarke hat und da definiert der Teilnehmer jetzt seine Frage nach den Handelsmarken einfach mal noch mal ein bisschen detaillierter. Wenn man jetzt eine eigene Handelsmarke hat, nicht bei TechDoc gelistet ist, gibt es eine Möglichkeit, die TechDoc-Daten als Referenz zu verwenden? Also wenn ich selber eine Handelsmarke am Markt habe, mir bei TechDoc eine Lizenz hole, einen Vertrag mache mit denen, dann Referenzen aufzubauen und zu sagen, so wie der Artikel bei TechDoc gelistet, so ist der Artikel meiner Handelsmarke. Ja, natürlich. Man müsste dann natürlich ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Das heißt also, man müsste natürlich die Hersteller sich freischalten lassen, die dann als Referenz in Erwägung kommen würden und dann entsprechend diese Daten dann dem Artikel zuordnen. Klar, das würde gehen. Würde funktionieren, ne? Okay, gut. Super. An den Teilnehmer, wenn da noch weitere Fragen zu sind, aber eben auch an alle anderen Teilnehmer. Wir haben nach dem Webinar eine kleine Umfrage geschaltet mit einer ja, DSGVO-konformen Frage, ob ihr kontaktiert werden möchtet. Wenn ihr nämlich noch Fragen habt, dann nehmen die Jungs von Zinda auch gerne nochmal Kontakt zu euch auf.
wie jetzt in diesem Fall zum Beispiel, ne, Handelsmarken und wie läuft das dann mit als Referenz nutzen und so weiter. Nehmt einfach die Möglichkeit der Umfrage wahr, schreibt dahin, in welcher Sache ihr kontaktiert werden wollt. Klickt ganz wichtig bei der Frage nach, wollt ihr kontaktiert werden, bitte auf Ja und gebt Kontaktdaten an und dann werden die Jungs von CommonsNet sich bei euch melden. Okay, das war es dann erstmal mit den Fragen zu diesem Tool. Eine allgemeine Frage stelle ich weiter zurück ans Ende und du kannst erstmal weitermachen, Thorsten. Wie schon anfangs erwähnt, haben wir den Autoteile-Finder, ja, vorher bei uns noch gelistet als KWA-Finder. Wir haben den etwas erweitert. Die Situation in euren Online-Shop, das heißt also, der Kunde weiß im Prinzip, was er eben für eine Marke hat, was er für einen Typ hat, vielleicht auch noch das Baujahr, wobei das immer Zulassungsjahr und Baujahr immer ein bisschen abweicht, ja. Dann im Prinzip hat er natürlich aufgrund seines Fahrzeugscheines auch die HSN und TSN, die er eben zur Verfügung gestellt hat. Und damit könnt ihr eben natürlich auch, oder beziehungsweise seine Originalteile, Nummer, wobei das wahrscheinlich eher nicht vorliegt bei den Kunden, die sozusagen, also bei den Privatkunden. Ja, da haben wir, wie gesagt, den Autoteile-Finder, den wir eben euch anbieten für euren JTL-Shop. Shop 4 und Shop 5. Shop 5 müsste auch schon released sein. Das heißt also, haben wir auch schon fertig. Und das ist im Prinzip dann hier der Autoteile-Finder im JTL-Shop. Wir haben hier die Auswahl der Marke, wir haben das Modell. Wir können natürlich oder eben die Fahrzeugdaten ausdehnen, Fahrzeugschein oder beziehungsweise hier den entsprechenden Suchbegriff, also die Originalteilenummer. Und wenn der Kunde sich irgendwann mal schon sein Fahrzeug ausgewählt hat und vielleicht schon bei euch mal was gekauft hatte, dann kann er beim nächsten Mal im Prinzip hier wieder darauf zurückgreifen und muss nicht alles eingeben, sondern hat eben sofort eben auch sein Fahrzeug ausgewählt. Um euch das mal zu zeigen, live zu zeigen, hatte ich vorhin kurz mal das Bild drin gehabt. Das heißt also, wir sind hier bei unseren Referenzkunden. Wir gehen hier mal eben auf die Startseite und haben, sehen Sie, seht ihr, ich habe hier schon ein Fahrzeug ausgewählt. Das machen wir mal wieder raus. Das heißt also, ich kann auswählen hier eben den entsprechenden, die entsprechende Marke. Wir haben das Modell, was eben angezeigt wird und haben dann eine Auswahl der entsprechenden Typen, Baujahr, die entsprechende KW- und PS-Zahl, Hubraum und die Schlüsselnummer, damit man sich besser orientieren kann. Dann wähle ich diesen Artikel aus. Und dann wird hier auch alles angezeigt, in welcher Kategorie seine Teile zur Verfügung stehen. Das heißt also, es werden nur noch Fahrzeugteile, also Ersatzteile angezeigt und Kategorien angezeigt, die tatsächlich zu seinem Auto passen. Deshalb steht hier, wählen Sie jetzt aus diesen Kategorien aus, eben das entsprechende Fahrzeugteil, was hier angeboten wird. Hier haben wir zum Beispiel Ventile und dann haben wir sofort eben dieses Teil. Okay, das passt in meinem Auto. BMW 6 Cabriolet und von 2007, also 2007 bis 2010 Baujahr. Und dann kann ich das im Prinzip damit auch kaufen. Damit reduziert ihr die Retourenquote. Das heißt also, der Kunde kauft tatsächlich das ein, was in seinem Auto passt. Und wenn er dann wirklich ein anderes Teil kauft, was nicht passen sollte, dann sage ich immer selbst schuld. Ja? Das macht dieser KWA-Finder aus. So, das Gleiche kann ich natürlich auch und ich hatte mir gerade die KWA-Nummer ausgesucht. Das heißt also, wir gehen hier mal rein, machen mal 0035 und dann haben wir hier die AFR und Fahrzeug auswählen. Da haben wir schon den Opel Corsa, hat er gleich angezeigt, den wir vorhin schon auch hatten. Und damit habe ich jetzt mein passendes Fahrzeug. Und wenn er jetzt sagt, okay, ich habe mein eigenes Auto schon ausgesucht und das von meiner Frau, beides werden im Prinzip hier angezeigt. Das heißt also, er kann jetzt hier switchen und eben seine Autoteile finden in euren Shop, was er im Prinzip tatsächlich benötigt. So, das war es hierzu eigentlich schon alles. Fragen zum Plugin?
Ja, Fragen zum Plugin und zwar eine, die ich mir auch gestellt habe. Ich meine, wir haben schon mal darüber geredet im Vorfeld. Wie erfolgt denn die Zuordnung der Artikel zur jeweiligen Kategorie? Ist das manuell oder kommt diese Zuordnung von euch aus dem Tool, von TechDoc? Wo kommt die Zuordnung dann her? Die Zuordnung dieser Teile kommt aus den Crossing Parts in dem Fall. Es gibt ein eigenes Plugin zu den Crossing Parts. Ich hatte vorhin kurz mal erwähnt, dass die Attribute nur teilweise übertragen werden aufgrund einer Einschränkung von JTL. Wir hoffen, dass wir in 1.6 das nicht mehr haben. Haben es bei JTL auch schon angemeldet und ich gehe mal davon aus, dass es berücksichtigt wird. Jedenfalls ist dieses Plugin dazu da, um wirklich tatsächlich Zuordnung zu den einzelnen Fahrzeugen dann hat. Das heißt also komplett auch und der Crossing Parts übermittelt tatsächlich direkt vom Crossing Parts in den JTL Shop rein, diese Zuordnung. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit per CSV Import. Da müssen aber dann natürlich die Angaben komplett in der CSV vorhanden sein. Jetzt aber eine kleine Einschränkung. Wir haben leider den Fall schon gehabt, dass die Performance des Online-Shops nicht ganz so toll war, wie das notwendig. Das heißt also, wenn ich eine Riesendatei einlese, dann habe ich natürlich irgendwo eine PHP-Ausführungszeit und wenn die überschritten ist, bricht natürlich der Import ab und damit hat man natürlich ein Problem. Das heißt also, die Performance, also der Webshop für einen professionellen Webshop sollte man auch einen professionellen Hoster haben. Ja, also das Okay. muss man jetzt im Vorfeld leider dazu sagen, weil wie gesagt, nicht, dass daher das böse Erwachen kommt, oh, es funktioniert ja alles nicht. Ja, das könnte der Grund sein. Okay, gleich die nächste Frage, die hier gerade noch kommt. Funktioniert der Autoteile Finder nur mit JTL Shop oder auch mit anderen Shop-Systemen wie Shopify, Shopware etc.? Nur JTL Shop. Wir sind Nur JTL JTL Shop. Service Partner. Wir haben uns für das JTL System entschieden, weil wir für uns der Meinung sind, dass es das bessere System ist. In Verbindung natürlich mit der JTL Warenwirtschaft. Wir sehen im Prinzip, dass wir viele Funktionen der JTL War wie dir da viel besser unterstützen können. Natürlich hat jedes einzelne System seine Vorteile und seine Berechtigung und ist bestimmt auch in manchen Sachen besser als der JTL Shop, ja, aber nicht in allen. In Verbindung mit der JTL Wavi und den JTL Shop finden wir das als besseres System. Okay, alles klar. Gut, dann kannst du auch weitermachen. Kfz-Pfandsystem und Eilteilesteuer. Altbekanntes Thema, ihr habt euch damit rumzuschlagen. Das heißt also, auch das war eine Anforderung von unseren Kunden, die wir betreuen. Wir sollen doch endlich mal da was machen, damit es nicht durch Umwege, durch irgendwelche Hinweise und im Nachhinein dann in der JTL Wavi noch hinzugefügt wird, sondern es soll doch gleich beim Kauf sozusagen ausgewiesen werden. Das soll doch gleich, wenn es in den Warenkorb geschickt wird, auch mit übermittelt werden als Auftrag und sogar als Bestellbestätigung. Und das haben wir uns dann sozusagen dann eben angenommen und haben dieses Plugin erstellt. Wie das funktioniert mit der Rechnung, hatte ich vorhin auch schon kurz gesagt. Wir hatten also viele, viele Gespräche mit Steuerberater. Jeder hatte irgendwo was anderes gesagt. Und irgendwann haben wir uns mal selber auch eingelesen, haben uns irgendwie einen Überblick geschaffen von vielen Informationen. Und wir gehen davon aus, dass wir mit diesem Tool, es ist mehrfach im Einsatz, das auch richtig machen und hat bisher, seitdem es im Einsatz ist, keine Beschwerden. Also scheint es richtig zu sein. Das war eigentlich schon alles. Fragen zum Plugin? Keine, Markus, oder? Der Markus ist weg. Entschuldigung, ich war stumm geschaltet. Nein, zu diesem Tool gibt es keine Fragen. Kannst direkt mit der Kategorie Schnellsuche weitermachen. Ich sammle jetzt hier noch mal ein bisschen und wir gehen dann gleich nach dem Okay. letzten Tool noch mal in die Fragerunde, ne? Die Kategorie Schnellsuche, das ist aber eigentlich ja das erste Tool überhaupt, was wir erstellt haben zu diesen Sachen. Ist auch, ich glaube, schon 8 Jahre, 10 Jahre her, keine Ahnung, müsste ich mal nachgucken. Das heißt also, was wurde damals gemacht? Man hat eben einfach die Kategorien genommen, hat eben die ganzen Autotypen eingegeben, ja, und hat dann eben, wie gesagt, eben die Autotypen dahinter gegeben, die Automarken, also Automarken, Autotypen und so weiter und so fort. Und damit eben ist man dann auf diese Produkte kommen, was innerhalb dieses Autos verbaut wurde.
Das haben wir uns zugute, sozusagen, also das haben wir dann umgesetzt im Auftrag eines Kunden, und das können wir ja dann ganz kurz zeigen, dann nachher, wie das funktioniert. Wir haben hier Autotypen, genau. Hier haben wir mal eine ganze Auflistung gemacht. Man sieht es hier sehr, sehr viel, und der Kunde müsste jetzt scrollen und hin und her und gerade auf dem Handy vielleicht noch im Prinzip hier überall runter sozusagen anklicken, um dann eben seine, gerade bei VW ist ja noch ein bisschen mehr drin zum Beispiel. Und das haben wir eben ein bisschen gebündelt und haben gesagt, okay, wie können wir das vereinfachen? Wir nehmen jetzt wieder den, wir nehmen jetzt mal einen Mercedes, wir haben jetzt die E-Klasse hier, 2000S, und dann haben wir eben hier das entsprechende Baujahr, E200T, und dann kann mir, gut, wir haben jetzt keine Artikel drin, wollte ich euch nur zeigen, dass im Prinzip, wie die Kategorie Schnellsuche nimmt. Die ist einstellbar, das heißt also, wir sagen im Prinzip im Backend dann nachher in der Einstellung des Plugins, nehme bitte Kategorie Autotypen, das hat eine ID, und dann alles, was innerhalb dieser Autotypen drin ist, also unterhalb dieser Liste ist, dann mache bitte hier ganz einfach im Prinzip die Auswahl eben entsprechend der Kategorien. Diese Kategorie Schnellsuche kann man auch für andere Zwecke benutzen, wenn man sehr viele Kategorien hat, um eine Schnellsuche zu machen, also nicht unbedingt für Kfz. Wir haben auch diese Kategorie Schnellsuche für Toner zum Beispiel. Das war auch eben ideal dafür. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere hier innerhalb des Webinars noch andere Produkte, die er anbietet. So, ja, was haben wir? Wir sind schon wieder fertig und haben Fragen zum Plugin. Wir haben Fragen zum Plugin, denn ich würde jetzt einfach mal die von vorhin schon aufgeschobene Frage aufgreifen. Du hast es gerade schon genannt bei der Kategorie Schnellsuche, und das ist eine super Überleitung. Wie sieht es denn aus mit der Übertragbarkeit in andere Bereiche? Du hast es jetzt für die Kategorie Schnellsuche schon gesagt, ne? Ihr habt es für Toner schon im Einsatz. Wie sieht es da bei den anderen Tools aus, jetzt zum Beispiel Haushaltsgeräte? Ich meine, da könnten ja so gewisse Parallelen bestehen. Gibt es denn eine Liste, muss ich dazu fragen, gibt es denn eine, also wie Tech Allianz, die sammelt ja alle Informationen der Hersteller, Lieferanten, um dann sozusagen gebündelt weiterzugeben, ja nicht nur für Online-Händler, sondern auch für Werkstätten und ähnliche. Ja, das heißt also, gibt es denn eben für Haushaltsgeräte auch so ein Pool, wo man sich bedienen kann, wo man sagen kann, okay, da kann man die Daten auslesen, damit man die dann weiterverarbeitet. Wäre natürlich eine coole Sache. Dann ja. Ja, dann ja, genau. Und das ist die Frage, die ich, oder die Antwort, die ich hören wollte. Genau das ist nämlich die Basis des Ganzen, ne? Ihr braucht für eure Tools logischerweise irgendwo etwas, worauf ihr darauf zugreift. Du hast gerade ganz treffend Pool gesagt, ne? Wenn dieser Pool jetzt aber nicht so eine große Geschichte ist wie Tech Allianz, sondern Informationen von Lieferanten, die man selber vielleicht in einer Datenbank aufbereitet und irgendwo zur Verfügung stellt, gibt es da dann Möglichkeiten, darauf zuzugreifen? Wir hatten schon die eine oder anderen Ideen gehabt, die an uns herangetragen worden ist, wo man sagt, könnt ihr nicht einen Pool erstellen, wo wir alle Daten sammeln. Jetzt kommt aber der Einzelhändler, der sagt, ja, ich mache mir hier die Arbeit, habe im Prinzip den Artikel beschrieben und jetzt muss ich das in den Pool reingeben und jetzt nutzen ja andere meine sozusagen Informationen. Also es gestaltet sich schwierig. Wie gesagt, wenn es einen Pool gibt, können wir die Sachen entsprechend nutzen. Im Moment ist mir so ein großer Pool, außer einzelne Lieferanten. Ja, wir bedienen uns ja auch eines großen Lieferanten, wo wir eben alle unsere Sachen beziehen. Ja, ist ganz klar. Und da ziehen wir natürlich alle Daten runter und geben die in die WAVI ein. Und wenn da im Prinzip, sagen wir mal, eben mit allen Angaben, die der Lieferant zur Verfügung stellt. Und machen wir uns aber nichts vor. Jeder einzelne Artikel muss trotzdem irgendwo angefasst werden, um der für mich beste Suchmaschinenoptimierung zu machen, den besten Preis und so weiter und so fort. Also man sollte nicht alles automatisieren, aber man kann natürlich die Grunddaten erstmal reinholen. Okay, also theoretische Möglichkeit, ja. Ist dann wieder eine Frage Kosten-Nutzen, ne, der Aufwand dagegen gestellt. Grundsätzlich greift ihr mit euren Tools ja auf einen Pool zu, wie der Pool nun zustande kommt. Das ist dann, genau, danke, ist dann in dem Sinne erstmal
Egal, genau. Wir waren jetzt bei der Kategorie Schnellsuche. Kann diese, die Kategorie Schnellsuche in Verbindung mit dem Autoteilefinder eigentlich mit verschiedenen Artikeln parallel genutzt werden? Du hattest gerade gesagt, bei der Kategorie, ja, kann? Ja. Okay, kurze, knackige Antwort, sehr, sehr cool. Dann mach doch mal mit dem nächsten Tool noch mal weiter. Und dann gehen wir noch mal in die Fragerunde, in die nächste. Wir haben gar kein nächstes Tool, sondern wir haben einfach nur eine Info. Ja, das macht ja beziehungsweise nichts. Das Tool selber haben wir schon, aber das Tool hat jetzt nichts direkt mit Kfz zu tun, sondern der eine oder andere verkauft ja Elektrogeräte und da kennen wir ja diese Energieeffizienzklassen, die wir angehen müssen. Ja, also unser Energieeffizienz Plugin, was wir für den JTL Shop 4 und Shop 5 haben. Und das ist natürlich auch wichtig. Das heißt also, falls ihr im Kfz-Bereich auch Reifen eben entsprechend anbietet, dann müsst ihr natürlich ein EU-Reifenlabel anbringen. Das hatte ich vor kurzem erst mitbekommen, bin ich ganz ehrlich, dass ich das gar nicht wusste, dass sowas gibt. Ja, dass Reifen auch Energielabel haben müssen. Aber jetzt weiß ich es und jetzt bauen wir das in unser Energielabel, was wir für den eben elektronischen Markt, wo es eben notwendig ist, für eben auch ein. Ja, das heißt also, wird damit aufgenommen, wird gerade geupdatet. Okay, das Energieeffizienzlabel. Okay. Also, falls es jemand braucht, eben in diese Richtung, das eben nochmal als Info. In dem Fall Quelle Autozeitung, da haben wir mal hier diese Sachen hergenommen, haben uns mal ein bisschen informiert, was da notwendig ist, ob wir das überhaupt mit unserem Tool umsetzen können und wir haben festgestellt, ja, können wir. Okay, gut, das ist, heißt also dann wirklich tatsächlich alles, nahezu alles aus einer Hand, ja, das kann man tatsächlich so sagen. Genau, okay, stellen wir noch mal eine Frage zur Altteilesteuer zum Pfand und der ganzen Funktionalität, die du angesprochen hast, ihr bringt den Pfandwert auf die Rechnung. Wo kommt der Pfand her? Wie wird der dem Artikel zugeordnet? Kommt der direkt von TechDoc? Muss das vorher irgendwo hinterlegt werden beim Artikel selbst? Das oder muss beim Artikel selber hinterlegt werden. Das heißt also, ihr als Kfz-Spezialisten wisst ja, auf welche Artikel es Pfand zu berechnen ist und die Altteilesteuer. Das heißt also, da sind wir jetzt mal raus. Das heißt also raus deshalb, dass wir das nicht automatisiert eingeben. Ja, wenn TechDoc diese Infos liefert, könnten wir das auch machen. Ja, das bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber wenn im Prinzip das eben tatsächlich, das wird dann im Artikel als Attribut gesetzt und damit wird automatisch der Pfand berechnet und die Altteilesteuer. Genau, da würde jetzt, wenn ihr es nicht automatisiert macht, ganz kurz einmal, wenn ihr es nicht automatisiert macht, wäre natürlich trotzdem die Möglichkeit, das Ganze CSV-basiert in JTL Wavi zu bekommen. Ne? Über die Ameise, genau. Über die Ameise, ganz normal, genau. Okay, CSV-Datei anlegen, die jeweiligen Pfandwerte, Steuerwerte eingeben und an die Artikel importieren. Weil ansonsten ist natürlich wieder dieses Geklicke pro Artikel. Ne? Wenn ich jetzt überlege, so 20.000 Autoteile, herzlichen Glückwunsch. Da hast du die Rechnung vorhin aufgemacht. Das ist natürlich aufwendig, gar keine Frage. Ist ein wenig Arbeit, ja. Ein wenig Arbeit, genau. Martin, wolltest du gerade noch was sagen? Ich bin der Meinung, ich habe dich unterbrochen. Nee, hör spannend zu. Also. Okay, alles klar. Gut. Okay. Zwei Fragen, die jetzt aktuell hier noch aufgelaufen sind. Und zwar zum einen hatten wir vorhin über Merkmale, Attribute gesprochen, die gesetzt werden durch eure Tools. Gehen wir mal davon aus, da hat sich ein Online-Händler die Arbeit gemacht, vorher mit gewissen Artikeln anzufangen, hat schon Merkmale angelegt, hat schon Attribute angelegt. Werden die durch eure Tools überschrieben? Werden die nicht angerührt und ihr legt mit euren Tools neue Merkmale und oder Attribute an? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, zum einen haben wir natürlich nochmal die Funktionalität eingebaut, dass wir eine optimierte Steuerung haben. Das bedeutet, wir hinterlegen quasi in der Warenwirtschaft nochmal ein Funktionsattribut, was, wenn es gesetzt ist, dafür sorgt, dass nur Artikel quasi überarbeitet oder aktualisiert werden oder erzeugt werden, die dieses Funktionsattribut besitzen. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn entsprechend Attribute mit den gleichen Namen, also den Gruppennamen oder dem Wert vorhanden sind, dass die dann aktualisiert werden. Das bedeutet also, wenn man selber schon Merkmale oder Attribute einpflegen möchte, sollten die natürlich eine andere Bezeichnung haben, dann gibt es absolut gar keine Probleme. Okay,
Super. Bei uns ist es ja wichtig, dass wir immer die aktuellsten Werte und Inhalte, sag ich mal, darstellen. Davon gehen wir halt immer aus, ne? Jetzt muss ich dazu auch noch was anmerken. Der Martin hat es gerade gesagt, die aktuellsten Werte. Gemäß der TechDoc-Lizenz müssen die werden ja auch diese Herstellerdaten auch immer aktualisiert und sollten dementsprechend auch immer wieder aktualisiert weitergegeben werden. Das heißt also, in dem Fall ist es natürlich auch ein gewisser Intervall, wo man das Tool einfach rüberlaufen lassen sollte, um diese Daten, die da hinterlegt sind, zum Beispiel eben die Verwendungsliste, dann auch auf den aktuellsten Stand zu halten. Okay. Gut, nochmal eine Frage zur Kombination der vorgestellten Tools. Kann Crossing Parts und Autoteile Finder zum Beispiel jetzt mal, weil es hier so geschrieben wurde, kann das nur in Verbindung miteinander genutzt werden oder können die auch im Endeffekt modular genutzt werden? Also nur eins, nur ein anderes. Die Kategorie Schnellsuche, denke ich, ist ein sehr autarkes Tool. Aber alles andere, muss das in Kombination genutzt werden oder kann ich mich da auch nur auf eins beschränken? Natürlich, der Crossing Parts Tool reichert ja die Daten innerhalb der Wabi an. Ja, es reichert auch die Sachen an für den Autofinder, ja, Autoteilefinder, ja, aber muss nicht unbedingt. Das heißt also, wenn man nur das Crossing Parts Tools, um die Daten anzureichern für die Wabi, reicht es aus. Wenn ich den KWA-Finder oder in dem Fall den Autoteilefinder eben nur nehmen möchte ohne Crossing Parts, dann kann ich im Prinzip mit einer CSV und da, wie gesagt, der Hinweis, die Performance des Hosters sollte hinhauen. Okay, sind also alle auch autark nutzbar. Super, wie läuft denn das mit dem Update für geänderte oder neue Artikel, die von TechDoc kommen? Werden die von euch übers Tool automatisiert eingespielt? Muss das irgendwo bei euch angestoßen werden? Könnt ihr da noch mal was zu sagen? Ja, also vom Prinzip her haben wir ein 23-tägiges Intervall eingestellt. Bedeutet, wenn das Tool jetzt nach 10 Tagen mit 100.000 Abfragen fertig ist, dann passiert erstmal natürlich soweit nichts, bis dann quasi der 23. Tag des Monats vorbei ist. Dann prüft das Tool nochmal nach, gab es jetzt Veränderungen? Wenn ja, dann geht's los und ergänzt entsprechend die notwendigen Artikel mit den neuen Informationen. Das kann man aber bei den Aufgabenplaner ganz normal mit den hauseigenen Mitteln steuern. Man kann sagen, ja, er soll es tun. Man kann auch sagen, nein, wir haben jetzt alle Artikel erzeugt und wir möchten die jetzt erstmal so lassen. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Okay. Gut, nun habe ich eine Frage bis nahezu zum Ende aufbewahrt und es ist jetzt der Moment gekommen, wo ich sie doch noch mit reinbringen will. Wir haben jetzt eine ganze Menge hilfreicher Sachen gesehen, von Crossing Parts über die Kategorie Schnellsuche, über den Autoteile Finder, die Pfandgeschichte habt ihr mit abgebildet. Nun kommt natürlich ganz häufig die Frage, wo liegt das alles jeweils preislich? Könnt ihr zu den Tools irgendwo eine Hausnummer, eine monetäre Geschichte nochmal mit an die Wand bringen? Natürlich. Können wir machen. Bei euch im Hintergrund hupt es gerade. Bei uns im Hintergrund hupt es. Der DPD ist gegenüber. Die liefern gerade aus für euch. Das ist super, ja. Mama Fenster zu. Ja, gegenüber ist das Auslieferungszentrum. Die mögen das gerne, wenn sie hupen. Na gut, jedem das seine. Ja. So, dann haben wir eben, wie gesagt, hier haben wir die ganzen Plugins drin auf unserer Seite. Ja, ich weiß, es ist noch ein Job 4 und der ist ganz altbacken. Wir sind dran, den zu updaten, aber die Plugins sind noch nicht alle fertig, die wir benutzen in dem Job 5. So, was haben wir denn hier? Wo haben wir denn hier? Jetzt muss ich mal selber gucken hier. Womit fangen wir denn an? Crossing Parts, ja? So, da haben wir es doch schon. Da haben wir Crossing Parts. Kostet im Monat 69,95. Das ist der Preis für den Crossing Parts. Irgendwas klingt hier bei euch komisch. Jetzt ist es weg. Dann haben wir TechDoc to Wabi. Als TechDoc sollte ich natürlich mit eingeben. Richtig. So. Da haben wir die Möglichkeit im Prinzip des Sofortkaufs beziehungsweise als Lizenzmodell und das wäre in dem Fall über unseren Partner ABC Finanz.
Hintergrund ist der, wenn wir eine Lizenz erstellen, müssen wir eben an TechDoc, also an die Tech-Allianz, eben entsprechend auch Informationen geben und natürlich auch eine gewisse Lizenzkosten. Und deshalb müssen wir das so machen, dass wir einerseits die Kaufversion haben, die wir aber dann im Prinzip auch eben über Leasing, Finanz eben abbilden können. Der Vorteil bei ABC Finanz ist, dass sie das wirklich eigentlich fast, also eigentlich alle durchwinken und sagen, okay, dann können wir das finanzieren, wir können unsere Abgabe machen und dann haben wir im Prinzip sind wir alle glücklich. Mhm. Das ist ein Einmalkauf, wie ihr sagt, entweder als Gesamtsumme oder eben über Leasing. Okay. Ja, da haben wir zwei Möglichkeiten, einmal 24, einmal 36 Monate. Was hat man noch? KWA-Verhändler? Genau, KWA-Verhändler fehlt noch. Dann haben wir den Shop 5. So, das ist der aktuelle. Den haben wir mit 49 Euro im Monat angesetzt. Mhm. Und dann hatten wir noch Schnellsuche, oder? Genau, Kategorie Schnellsuche und Altteile. Gut, der ist hier noch Shop 4, sehe ich gerade. Den werden wir auch auf monatliches Abo machen. Mhm. Falls die Fragen kommen, warum wir jetzt Abo machen, weil man kennt uns, dass wir immer einen Einheitspreis machen. Aufgrund der Erfahrung der letzten Zeit, ich muss es einfach anbringen, ist es so, dass ja doch immer öfters aufgrund gesetzlicher Anforderungen, aufgrund neuer sozusagen Funktionen im JTL-Shop eben Updates kommen und wir das jedes Mal anfassen müssen und jedes Mal auch updaten müssen und nicht jedes Mal beim Update im Prinzip wieder Lizenzkosten zu verlangen, haben wir gesagt, wir machen es jetzt sozusagen monatliches Abo, dann müssen wir da nicht jedes Mal im Prinzip nachhaken, im Prinzip, ja, warum habt ihr jetzt diesen Preis genommen und ähnlichen Preis, somit ist es immer alles abgedeckt, wir haben keine Subscription, sondern einfach eben den monatlichen Abo und fertig ist es. Das heißt also, wir kümmern uns darum, dass es ein Update zeitnah kommt. Und dann funktioniert das auch, ja. Also, okay. Um auch diese Diskussion vorzubeugen, sorry Jungs, aber, oder Mädels, die zuhören, muss man einfach mal dazu sagen. Was hatten wir noch? Dann hatten wir... Altteile. Altteile. Das ist auch nochmal für einen Shop 4, das wird aber für einen Shop 5 dann ähnlich sein, wie ich es gerade gesagt habe. Noch eben 299 Euro für Shop 5 dann im Abo. Runtergebrochen als Abo. Also der Preis wird sich jetzt nicht wesentlich ändern. Ja, ist jetzt nur eben auf monatlichen Preis. Mhm. Okay, super. So, haben wir eins vergessen, lass mal gucken. Crossing Parts hatten wir, TechDoc hatten wir, KWA Finder, Kategorie Schnellsuche und die Altteile Steuer, weil du sie vorhin mit angebracht hast, die Energielabel, da wollt ihr ja die Reifen Energielabel mit einfügen. Vielleicht kannst du das schon mal zeigen für JTL Shop 5. Genau. Liegt also bei 79,69. So. Da auch nur als Hinweis erstmal. Alle unsere Plugins sind auf den Standard-Template Nova, also JTL-Shop Standard ausgerichtet. Wenn ihr im Prinzip eigene Templates habt, Templates anderer Anbieter, ja, die natürlich ihre eigene Grundstruktur haben innerhalb des Bootstrap und CSS und weiß ich was alles, ja, um das natürlich schöner zu gestalten, um das besser zu gestalten und je nachdem, was da für Intentionen dahinter stecken, ist natürlich, muss dann angepasst werden. Das heißt also, entweder macht es euer Template-Ersteller oder Template-Anbieter oder wir bieten es mit an. Ja, das heißt auch das ist möglich, dass wir denn diese Anpassung eben zu diesen Plugins da machen, weil die ja nicht nur im Backend funktionieren, sondern die funktionieren ja in dem Fall ja auch im Frontend. Das muss ja dann auch dann eben an der richtigen Stelle, gerade beim EU-Label, auch sitzen. Ja, da wo es eben hingehört, eben laut gesetzlichen Anforderungen. Okay. Super. Ja, ich glaube, dann haben wir die Preise aller gezeigten Tools einmal gesehen. Genau. Weitere Fragen? Gut, hier ist jetzt noch eine Frage zum manuellen Import gekommen. Wenn also neue Artikel in JTL Wavi reinkommen, kann ich das Ganze auch manuell importieren? Hattest du gerade oder vorhin auch schon zweimal, glaube ich, angebracht. Ja, CSV-mäßig ist das möglich, aber performance-lastig ist es halt, ne? Für den KWA-Verhändler, ja.
Ja, Oder eine JTL Wavi. nee, JTL Wavi in ist ja JTL egal. Wavi. In JTL Wavi ist natürlich die Das ist die Ameise. Frage, wo liegt genau ist die Ameise und wo liegt meine Datenbank, ne? Auch da, wenn sie gehostet ist, natürlich performancemäßig beim Hoster die Ursache der Performance zu suchen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber na klar, genau. Wir müssen mal ausgehen. Wenn ihr lokal eine Warenwirtschaft habt, im Prinzip mit einer SQL Express, die im Autoteil wahrscheinlich nicht so das Optimalste ist, ja, weil bei Autoteile habe ich ja doch mehr als nur 1000 Artikel, ja, und ihr dann eben diese Fülle von sozusagen Artikel dann auch in den Shop hochlädt. Das kann natürlich eine Weile dauern und es kann dann auch, sagen wir mal, unter Umständen dazu kommen, dass es einen Abbruch gibt im Abgleich. Weil ich meine jetzt, ihr habt ja gesehen bei TikTok Dubai, wie viele Daten eingelesen werden und damit alle Bilder bei 100.000 Artikel, ja, da sollte man dann schon sich überlegen, im Prinzip professionell sich auch aufzustellen, damit man professionell verkaufen kann und für später dann auch im Prinzip so Ruhe hat und sagt, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wie verkaufe ich meine Teile, die ich gerade eingelesen habe? Okay, super. Ja, weitere Fragen gibt es bis hier nicht, ist aber auch nicht schlimm. Wir haben, wie eben angesprochen, die Umfrage. Wenn ihr das Webinar gleich verlasst, da könnt ihr dann nochmal eine Frage stellen, könnt sagen, ja, ich möchte von den Jungs von Commons Netz kontaktiert werden, will nochmal Kontakt aufnehmen, will meine Fragen vielleicht auch nochmal ein bisschen individueller geklärt haben. Und darüber ist das möglich. Wenn ihr DSGVO-mäßig sagt, ja, ich möchte kontaktiert werden, dann gebe ich eure Informationen weiter an die Jungs hier und dann kriegt ihr das natürlich auch geklärt. Okay, dann sind wir auch am Ende angekommen. Thorsten, Martin, ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Darstellung und ja, ich denke, es war sehr, sehr aufschlussreich und auch bei euch, liebe Teilnehmer, natürlich vielen, vielen Dank und einen angenehmen Nachmittag. Wünsche ich euch auch und dann, ich hoffe, dass wir euch hören.